Nehmen Sie in Ihren Urlaub noch Bargeld mit oder nur mehr die Kreditkarte? Der Vorteil beim Plastikgeld liegt ja auf der Hand. Es ist leicht und sicher zu verwahren. Keine Sorge mehr um Geldscheine, die aus der Tasche gezupft werden. Und sollte die Kreditkarte tatsächlich abhanden kommen, ist sie rasch gesperrt und Sie sind auf der sicheren Seite. Papiergeld oder Plastikgeld? Das ist hier die Frage. Der 28-jährige US-Amerikaner Albert Gonzalez hat die Daten von 130 Millionen Kreditkarten gestohlen. Es ist der bisher spektakulärste Fall von Datendiebstahl im Internet. Aber wie Experten vermuten, kein Einzelfall. In Österreich sind ca. 2,45 Millionen Kreditkarten im Umlauf. Damit wurden letztes Jahr bei 67 Millionen Zahlungen durchschnittlich je 110 Euro ausgegeben. Vor allem bei Internetbestellungen ist das Plastikgeld für viele die gebräuchlichste und bequemste, aber nicht immer die sicherste Variante. Beim aktuellen Klau der Kreditkartendaten soll sich der finanzielle Schaden in Grenzen halten, beteuern zumindest die Kreditkartenorganisationen. Sie sind um Schadensbegrenzung bemüht, denn der Imageschaden im Bereich der Datensicherheit ist enorm. Viele Kreditkartenbesitzer haben in diesen Tagen ein besonders mulmiges Gefühl beim Bezahlen, obwohl es in Österreich nach bisherigen Meldungen kaum Geschädigte gibt. Dazu begrüße ich Dr. Peter Kolber vom Verein für Konsumenteninformation bei uns wieder einmal. Sie sind als Jurist der Konsumenten einfach die Anlaufstelle für alle Fragen, die sich rund um den Datenklau auftun. Heute ist viel geschrieben worden, viel berichtet. Wir informieren uns einfach aus erster Hand. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Viele haben Angst, dass Ihnen Geld via gehackter Codes gestohlen wird. Was tun? Also der Fall, der da jetzt durch die Medien geht, der Klau von immerhin 130 Millionen Kreditkartendaten, das ist eine Gefahr für Kreditkarteninhaber, dass über das Internet sozusagen diese Daten missbräuchlich von Dritten verwendet werden. Und die gute Nachricht ist aber, dass nach der gegenwärtigen und auch zukünftigen Gesetzeslage der einzelne Karteninhaber nicht geschädigt werden kann, wenn er nur eines beachtet. Er muss seine Abrechnung kontrollieren und er muss gegen missbräuchliche Abbuchungen sofort reklamieren. Wie mache ich das korrekt, diese Reklamation? Also es ist sinnvoll, die Abrechnung zeitnah zu kontrollieren und dubiose Buchungen sofort mit einem eingeschriebenen Brief an das Kartenunternehmen zu reklamieren und die Gutbuchung zu verlangen, und das klappt auch. Sie haben eine neue Gesetzeslage erwähnt. Was kommt da? Es kommt das Zahlungsdienstegesetz mit 1. November auf uns zu, das allerdings in diesem Bereich keine Veränderung der Situation bringt. Dort wird vieles im Gesetz geregelt sein, was jetzt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kreditkartenorganisationen geregelt ist. Und da kommt aber auch dann die Frage des Schadenersatzes auf. Was wird sich da ändern? Was kommt da? Schadenersatz muss der Kunde nur dann, oder zur Haftung kommt der Kunde nur dann, wenn er Sorgfaltspflichten verletzt. Und in diesem Zusammenhang ist eine der wichtigsten Sorgfaltspflichten, dass man seine Daten von der Kreditkarte nicht ungeschützt im Internet verwendet. Mhm. Aber man muss das relativieren. Die wirklichen Angriffe passieren ja nicht so sehr beim Ausspionieren von Daten, wenn ich sie verwende, sondern, wie das Beispiel zeigt, in den Unternehmen, auf die der Kunde überhaupt keinen Einfluss hat. Und man muss ja auch noch sehen, die Daten der Kreditkarte sind öffentliche Daten. Wenn ich mit der Karte zahle, zum Beispiel in einem Hotel, und sich der Portier die Daten merkt, kann er sie auch missbrauchen. Ja, es geistern so unsinnige Empfehlungen herum, geben Sie die Karte nicht aus der Hand. Na, das macht man aber darum geht es ja bei dieser Art von Betrug nicht. Es werden sichere Verbindungen verlangt. Ganz kurz zum Schluss, was wäre das, eine sichere Verbindung? Eine sichere Verbindung erkennt man dadurch, dass statt HTTP HTTPS aufscheint in der Zeile, in der Webadresse. Und eine solche Verbindung, da wird verschlüsselt übertragen, und da sollte nichts passieren. Danke, Herr Dr.